Hi, ich bin gerade auf dem Weg zum Kindergarten, um die Zwillinge und die jüngste Tochter von uns abzuholen. Es ist so, die Kinder wollen ja ab Ende der Sommerferien im Wechselmodell mit ihren Eltern leben. Und heute ist der erste Schultag. Und es ist so, dass gestern am Sonntag wollten die Kinder, dass die Mutter sie um 8 Uhr zu mir bringt, was nicht passiert ist. Und die Kinder wollten bei mir anrufen und Bescheid sagen, dass ich sie abhole, was auch nicht passiert ist. Und heute Morgen habe ich unsere älteste Tochter gesehen. Die geht jetzt ins Gymnasium und da hat sie gemeint, sie weiß nicht, ob sie kommt. Ich habe gefragt, ja, was war denn gestern? Sie meint, ja, ob wir da morgen drüber reden können. Ich habe gefragt, ob es schlimm war. Sie gemeint, ja, schon. Und wir haben noch weiter gesprochen. Hat sie gemeint, ja, sie weiß nicht, ob sie heute kommt. Es war ausgemacht, dass sie nach der Schule zu mir rüberläuft. Das sind 2 Minuten Fußweg. Und sie war sich aber nicht sicher. Ich denke mal, einerseits wegen dem, was ihre Mutter gesagt hat, was sie ja noch nicht weiß. Andererseits, weil sie eben gerne am ersten Schultag mit ihren Freundinnen im Bus zurückfahren möchte. Und bin mal gespannt, ob nachher zum Mittagessen, jetzt gerade ist es 11:30 Uhr, ob sie dann kommt von der Schule zu mir. Und wie gesagt, jetzt bin ich auf dem Weg zum Kindergarten, hole da die Zwillinge ab und die jüngste Tochter. Mal schauen, ob es klappt. Ich werde jetzt einfach mal jeden Tag das Programm durchziehen, das die Kinder mit mir besprochen haben, so wie sie es sich gern vorstellen. Ich habe es natürlich der Mutter geschrieben per E-Mail, wie der Ablauf vom Wechselmodell ist, auch genau diese Woche. Da sind ja auch Hobbys, Reiten, Geige spielen, Turnen und so weiter. Die Mutter hat das abgelehnt, hat gemeint, wir wissen ja, die Kinder und ich, dass sie das Wechselmodell nicht will. Und wir wollen es aber, deshalb leben wir es. Und mal schauen. Jetzt mal zum Kindergarten und ich informiere euch dann weiter.